Wir waren im letzten Video ein bisschen auf Spionagemission. Jetzt müssen wir zusätzlich dazu auch noch die Hafenwache wirklich ablenken. Das heißt, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von U-Boat. Und wir gehen jetzt wieder unter Wasser und schauen mal, was uns heute so erwartet. Ich denke, das ist nicht so schlau, jetzt gegen die zu kämpfen. Wir sollen zwar die Hafenwache ablenken, aber ich denke, das sollten wir aus ein bisschen mehr Entfernung tun. Heißt, wir fahren so lang. Wir fahren so und dann wieder weg. Am besten, ja, doch ein bisschen unter Wasser. Das passt dann schon. Wir gehen sogar noch ein bisschen tiefer. Wir haben ja noch ein kleines bisschen Reserve. 11 Meter. Hup, da sind wir knapp am Boden, knapp über dem Boden. So, dann schauen wir, dass wir jetzt dann leicht drehen. Und dann an der Küste auftauchen, dann haben wir ein bisschen Sichtschutz quasi in den Hafen rein. Und dann gucken wir, ob das klappt. Und drehen wieder zurück. Weil wir müssen ja auch irgendwann wieder hier abhauen. Und da scheint es jetzt aktuell sich zuzuspitzen, die Lage. Da kommen auch noch Flugzeuge. Und wir müssen jetzt auftauchen. Das heißt, wir machen das jetzt auch. So, die Flugzeuge müssen gleich da sein. Ja, haben noch ein bisschen. Okay. Gut, aktuell sonst niemand in der Nähe. Immer gut. Kontakt, Kontakt, Kontakt hinter uns. Und jetzt haben wir Sicht. Schnellboot, Schnellboot, okay. Hinter uns zweimal Schnellboot. Wir sollen ja ablenken. Auf die Distanz können wir das echt mal machen. Das heißt, wir würden das 88er nehmen und einfach nur mal drauf schießen. Das ist der Plan. Und wir brauchen die Zieloptik, um was zu sehen. Für den Fall eines Falles. Dann wegen der Moral und weil das Ganze jetzt ein bisschen kritisch werden kann, holen wir uns schnell die exotischen Früchte hier raus. Und werden die dann in die Kombüse geben. Ne? Das ist der Plan. Damit die ein bisschen Abwechslung haben und natürlich die Moral steigt. Dann geben sie auch ein bisschen mehr Kampf im Gas. Mehr Gas im Kampf. Kampf im. Okay. Ja, okay. Haben wir das geklärt, ne? Was ist mit dem Bender? Hat er die jetzt? Ne, hat er noch nicht. Ja, der will auch, der hat keinen Bock drauf. Komm, beeil dich. Schnapp dir mal hier das bitte. So, soll er sich schnappen? Der hat keinen Bock. Der macht es nicht. Der holt es nicht. Doch, hat er. Gut, dann auf. Rein in die Kombüse geben. So, dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Moralboost gleich. Und dann ist jetzt der am 88er. Ja, ist er. Kann gleich zwei zusätzliche Matrosen dazu holen. Und dann schießen wir auf das Schnellboot, auf das, was am nächsten ist. Um einfach nur Aufmerksamkeit zu ziehen. Mehr ist nicht geplant. Nach rechts lenken wir, dann wieder nach links. So, schauen wir mal, ob das klappt. Jawohl, wir schießen. Die holen jetzt dann nämlich die ein oder andere Unterstützung. Ja, gucken wir mal, ob die zurückschießen. Die Distanz können sie es wahrscheinlich gar nicht. Torpedokurs berechnen. Ich glaube, der Torpedokurs macht gar keinen Sinn. Weil bei Schnellbooten rentiert sich es nicht. Ja, aber die müssten jetzt Alarm schlagen. Beziehungsweise es mitbekommen, dass auf sie geballert wird. Ja, Mission abgeschlossen. Sehr schön. Okay, also wir haben für Ablenkung gesorgt. Heißt, Weber, Posten verlassen. Wieder runter mit ihnen. Runter, 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 kannst wieder was anderes arbeiten. Viel Spaß dabei. So, alle Mann wieder rein. Jetzt müssen wir gleich gucken. Der Graf kann oben bleiben erstmal. Wir müssen nur weg und wirklich weg, weg. Aber jetzt haben wir natürlich, ja, wirklich Probleme. Ich kriege gerade einen Funkspruch von der Firedrake. Ist wahrscheinlich eh verschlüsselt, das heißt, wir brauchen uns gar nicht gucken, was genau. Wird darauf hinauslaufen, dass das Flugzeug gleich hier eintrifft und dass die Unterstützung eintrifft von denen. Natürlich eher blöd. Wir gehen auf große Fahrt. Schneller, schneller! Und schauen mal. Wir werden uns ein bisschen, ja, da können wir nicht so tief tauchen, ne? Bisschen hier in Küstennähe aufhalten. Und dann hier schnell rauskommen, wenn möglich. So. Wir müssen jetzt nur nochmal gucken, dass wir das halt auch so umsetzen können, wie wir geplant haben. Das heißt, tauchen. Tauchen, tauchen, tauchen. Hier werden wir so um die, ja, 9 Meter nur kriegen. Aber das reicht auch schon. Alle Mann, rein da.
So, und dann gucken wir gleich. Tauch mal runter. Wenn die noch so weit weg sind, haben die dann echt Probleme, uns aufzuspüren. Und das ist unsere Strategie quasi. Wir schauen nochmal im Inneren, dass alles passt. Kreiselkompass ist aus. Maschinen laufen. Schaltet gleich eben auf E-Motor. Genug Druck haben wir noch in den Tanks. Und ansonsten schaut's gut aus. Ja, noch ein Funkspruch von der Firedrake. Wir können den ja empfangen, aber es wird nichts bringen. Höchstwahrscheinlich wird es gar nichts bringen. So, okay. Es werden halt immer mehr, ne? Gut, die sehen uns aber auch nicht mehr, weil wir jetzt abtauchen. Ist halt immer so genial, ne, wenn quasi man dann so im Nichts verschwindet, offensichtlich, zack, und weg sind wir. Man sieht uns jetzt nicht mehr und wir machen auch keine Wellen mehr im Wasser. So, wir sind aber auf großer Fahrt, das will ich auch, dass so bleibt. Elektromotor ist eh nicht ganz so stark. Wir merken, es geht noch tiefer. Machen wir dann 12 Meter. Rentiert sich. Die Übertragung der Firedrake kommt gleich ganz rein. Das Periskop haben wir sowieso eingefahren, glaube ich. Ja, falls nicht, jetzt auch nochmal der Befehl dazu. Wir sehen halt nichts mehr, aber wir werden auch nicht gesehen. Das ist der Vorteil. So, und jetzt heißt es eigentlich nur auf Schleichfahrt bleiben. Sollte auch eine ganze Zeit gut gehen. Wir haben ansonsten noch die Möglichkeit, jetzt wo die eh nichts zu tun haben, ein bisschen was noch zu nehmen. Käse zum Beispiel. Abwechslungsreiches Essen ist einfach gut für die Besatzung, für die Moral. Dass die eben ein bisschen was wenigstens haben. An dem sie sich erfreuen können, auch im Kampf. Gemüse da rein. Kann der Koch ein bisschen kochen, ein bisschen kreativ werden. Super. Bei der nächsten Mahlzeit merken wir das dann in Form eines Moralboosts. Ansonsten schaut es gut aus. Wir beschleunigen ein bisschen. Funktelegramm haben wir jetzt erhalten. Firedrake. Ja, diese Nachricht scheint verschlüsselt zu sein. Ach, was. Und da haben wir keine neueren Dinge, außer haben wir das erfolgreich abgelenkt. Ja, das ist auch gut so. Ist auch minimal gefährlich, was wir hier machen. Eigentlich eine Suizidmission schon fast. Da, jetzt der Moralboost. Vielfältige Gerichte, Smutje, Grundlage. Also, sehr schön. So, wir düsen jetzt einfach nur hier. Ohne Sicht, ohne alles, einfach unter Wasser. Wir können, wenn überhaupt, das Hydrofon mal benutzen. Aber so sind wir extrem sicher. Weil wir selber eine sehr, sehr geringe Radarsignatur bieten. 26 cm, das ist echt klein. Ortungsrate ist sehr gering, Geräuschsignatur ist sehr gering. Und die Sichtbarkeit ist eh gegen Null eigentlich. Weil wir halt tief unter Wasser sind. Heißt, so ist es eigentlich optimal, wie wir jetzt gerade unterwegs sind. So, schauen wir mal. Der kocht schön. Lecker Schmecker. Sauerstoff reicht noch ein bisschen, aber nicht mehr sehr lang. Okay. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch zurück. Also, fast alles haben wir schon geschafft. Die sind jetzt halt in höchster Alarmbereitschaft, ne, und haben alles auf dem Wasser. Gerade was geht. So, der kommt gerade in unsere Richtung. Müssen wir aufpassen, weil wir unseren Sauerstoff gleich wieder brauchen werden. Müssen wir beobachten. Aber die sind schneller als wir. Bis wir auftauchen, sind die wahrscheinlich schon weiter gedüst. Aber ansonsten, wenn die weiter gedüst sind, dann ist alles cool. Ah ne, jetzt bleiben sie stehen. Das ist noch schwaches Radar. Also klar, ne, wir kriegen nur so ein bisschen die Richtung mit. Und wo die genau sind, wissen wir nicht. So, schlechte Luftquali. Langsame Fahrt. Wir gehen mal auf Deckfluten. Gefechtsstation, warum? Wie schaut's aus? Gib mir mal schnell Sicht. Alles ausfahren. Schauen wir mal. Wo ist er gerade? An dem Angriffsperiskop, okay. Gucken wir mal. Ob wir was sehen können. Auf Dieselmotor. Ja, wir haben hier Sicht. Gut, wir haben es eh aber geschafft. Die Batterie ist bald leer, was nicht gut ist, aber wir gehen wieder runter auf Seerohrtiefe. Der braucht eh mal ein Weilchen. Hauptsache, wir haben das Sauerstoff-Thema geklärt und die ballern schon auf uns. Heißt, wir tauchen.
Wieder ein Funk, der holt Unterstützung wahrscheinlich. Wechseln auf E-Motor. So, wir sind wieder unten. Zero einfahren. 10 Meter. Schauen wir mal, ob das klappt. Wechseln die Fahrt, kleine Fahrt. Wie tief sind wir? Oberflächenstörung näher zum Grund 70. Wir können noch ein bisschen tiefer gehen. Gehen auf 11 Meter. 12 Meter. 12 Meter geht auch. Okay, schön, schön vorsichtig, schön langsam. Wir sind auf kleiner Fahrt. Der ist direkt über uns. Die alle sind direkt über uns. Ist echt gefährlich. Wenn die wissen, wo wir sind, aber ich glaube, die wissen es nicht mehr. Die kreisen nämlich nicht über uns. Ein sehr gutes Zeichen. Ah, jetzt drehen sie um. Echt gefährlich. Super gefährlich. Und da kommt Unterstützung. Wir drehen. Drehen und weg. Komm. Und danach einfach auf die offene See. Dann haben wir es geschafft. Bin ziemlich sicher, dass die es versuchen. Der kommt mir gefährlich rüber. Der kommt mir echt gefährlich rüber. Wir sind gut unterwegs. Sehr tief. Kleine Fahrt. Müsste klappen. Müsste. Alter. Sag mal. Also. Jetzt langsam wird's aber. Ja, unsere Druckluftreserve ist niedrig, was auch nicht gut ist. Weil dann können wir schlechter auftauchen. Leute. Leute von heute. Die suchen. Aber erfolglos aktuell. Wir bewegen uns fort. Wir sind nah dran, ihr seid lustig. Schraubengeräusch. Ja, da. Okay, Moral ist nieder. Geht jetzt wieder hoch. Vielfältige Gerichte und so. Sauerstoff geht noch voll. So kann es eigentlich funktionieren. Bloß wir da brauchen natürlich ewig, um so wegzukommen. Weil die halt jetzt ihren ganzen Hafen in Alarmbereitschaft gesetzt haben. Und wenn das leicht sein soll, die Mission, will ich nicht wissen, was schwer oder sehr schwer ist. Weil das ist echt krass. Wenn man hier einen Fehler macht, dann ist man gleich weg. Okay, die Coastal Defense. Wir warten mal. Ich hoffe, dass die wegfahren, damit wir nochmal Luft schnappen können. Weil dann, glaube ich, haben wir es geschafft. Wenn wir die weg haben, dann haben wir es, glaube ich, echt geschafft. Gehen auf halbe Fahrt. Geben ein bisschen Stoff jetzt. Einfach nur weg da. Schlechte Luftquali. Haltet es noch ein bisschen durch, Leute. Jetzt müssen wir kurz wegen der Druckluft gucken. Nicht, dass uns das gleich zum Verhängnis wird. Wir haben 64 Bar. Das reicht für einmal auftauchen. Das reicht. Das heißt, wir werden es jetzt aber auch tun. Auf. Bender kann gleich mal den Dieselkompressor anstellen. Der zieht sich gleich die Druckluft von außen. In der Zwischenzeit von innen. Und ansonsten moraltechnisch schaut es gut aus. Passt. Okay. Schauen wir mal. Kontakt. Schaut es aktuell aus. Kann der mal ans Beobachtungsperiskop gehen? Der Graf. Soll er mal melden und wir stellen dann auch das auf Ausfahren. Genau, ist schon. Wechseln auf Dieselmotor. Schornsteinrauch kommt gleich. Wir bleiben nicht mehr lang oben. Wir tauchen gleich wieder, bevor der uns sieht am besten. Wir haben 87 Bar. Okay, jetzt wird's Zeit. Zwei Schnellboote. Kompressor ausschalten. Oh Gott, die kommen direkt auf uns zu. Ach Gott, geh weg. Gehen wir doch weg. 12 Meter. Zero einfahren. So, wir tauchen. Aber sieht gut aus, hä? Oder? Was meint ihr? Sieht sehr gut aus. Also das Boot. Der Kampf? Naja, aber das Boot. Wir sind halt ewig am Rumtun, um einfach nur wegzukommen. Was wirklich heftig ist. So, wir sind jetzt unten. Wir wollen auf 12 Meter gehen.
glaube ich, auch gut geht. Wir sind am Meeresgrund. So ziemlich. Ja, da kommt von hinten jetzt eine. Aus der Defense. Und von da kommt auch wieder einer. Noch 11 Meter. Ja, schon besser. Nur gucken, ey. Wir müssen hier weg, Leute. Wir müssen hier echt weg. Das ist sau schlimm. Wir sind hier in der Höhle des Löwen. Wir kommen hier nicht weg. Lass mich gehen. Gott, stopp. Wir lassen die kurz vorbeifahren. Alter. Okay, sehr gut. Halbe Fahrt. Ja, ja. Batterie ist noch alles im Grünen. Das ist das Schöne, die Batterie hat echt Kapazität. Volle Fahrt. Kontakt. Komm. Stopp. Leute. Die Disziplin ist halt niedrig gerade. Aber da können wir jetzt nichts machen, Leute. Ihr müsst euch zusammenreißen. Ey, nee. Bitte kein Nervenzusammenbruch jetzt, ja? Ach, wir haben alles unter Kontrolle. Okay. Sehr gut. Einfach weg hier. Einfach raus. Einfach aufs Offene. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir hauen ab. Wir hauen einfach ab. Doch erstmal nicht auftauchen, bevor es notwendig ist. So schnell es geht unter Wasser. Wir sind auf 11 Meter. Wir haben jetzt gleich Nacht. Was gut ist, da können wir auftauchen. Wir werden schlechter gesehen. Schraubengeräusch kommt näher. Recht schnell. Wir haben uns verirrt. Ach Gott. Ernsthaft, Leute? Leute, das kann ich jetzt nicht gebrauchen, kurz vor Sauerstoff. Gut, warte mal. Der Weber kann kurz Position ermitteln. Mit zusätzlichen Seemännern. Wir gehen jetzt kurz auf Seerohrtiefe. Um schon mal zu gucken, was gerade um uns rum ist. Und danach müssen wir höchstwahrscheinlich eh auftauchen. Batterie ist, naja. Naja. Gucken wir mal. Wir fahren das Seerohr aus. Schauen wir mal, ob wir irgendwas sehen können. Sicht ist gerade das Wichtige. Wir haben aber noch keine Sicht. Können wir hier machen? Hoch und runter stellen. Ist ja cool. Schau mal. Aus dem Wasser und ins Wasser rein. Ist das krass. Ist das krass. Sehr aktuell nichts. Kontakt. Schnellboot. Alarm! Auf Gepäckstation! Ich bin richtig erschrocken, Alter. Wo? Wo ist denn der? Wo ist der Dulli mit seinem Schnellboot? Wir müssen eh auftauchen. Tanks anblasen. Auf geht's! Er wird bald weg sein. Okay. Dann nutzen wir gleich die Chance und tun auch nochmal hier den Dieselkompressor einschalten. An damit. Ab dafür. Wie schaut's mit den Positionenermitteln aus? Kapitän? Das dauert noch. Oh Gott, das dauert ewig. Leute. Wir brauchen den Kreiselkompass. Wir brauchen den Kreiselkompass. Der hilft uns dabei, glaube ich. Navigationsfehler um ein Vierfaches zu reduzieren. Aber ich weiß nicht, ob das auch im laufenden Verfahren dann noch hilft. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. So. Wechseln auf Dieselmotor. Schauen wir mal, ob das Ganze ein bisschen beschleunigt. Herr Kaloy. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht den Like und das Abo da zu lassen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Leute, macht's gut und ciao.